irgendwas beim Testspiel von Dortmund nicht genau erkennen kann, weil er halt auch eine Rot-Grün-Schwäche hat. Mhm. Ja. Kann er gleich die Pizza mit essen. Ja, lecker. Lecker Pizza. Wow, so. Also, der Peter Rot-Grün, Rot-Grün-Schwäche, Blaubeeren ja, aber keine Bananen. Rot-Grün, also Schwäche heißt, dass man das nicht als Farbe sieht oder dass man die Farben verwechselt? Das heißt, dass du die Farbe eigentlich nicht erkennst. Du kannst sie nicht unterscheiden. Ja, also sieht beides quasi aus wie Rot, also bei Rot-Grün. Ja, oder beides halt wie Grün. Ja, oder... Aber es sieht dann schon so aus wie eine von den Farben. Also, oder beziehungsweise gleich. Es sieht genau gleich aus. Hm. Aber die erkennen da keinen Unterschied. Blaubeeren, ja. Blaubeeren, ja. Aber keine Banane. Das heißt, die Banane muss schon mal grün oder rot werden. Die Banane muss grün oder rot werden. Ja, der Peter will ja, also der mit der Rot-Grün-Schwäche will keine Bananen. Aber da gab es noch einen, der keine Bananen will, oder? Ja, rot-gelb, also muss sie rot werden, ne? Genau. Was sagte man da? Rot? So. Dann Brokkoli, ja, aber keine Tomaten. Brokkoli, ja. Und er will kein Brokkoli. Brokkoli, ja. Brokkoli kann eigentlich grün bleiben, ne? Der Grün-Blaue hat eine Schwäche. Ich habe eine goldene Perle gefunden. Keine Blaubeeren. Blaubeeren ja. Aber keine Blaubeeren. Das heißt, die Blaubeeren müssen gelb sein, oder? Ich glaub schon. Was sagte man da? Gelbe? Zwei noch. Brokkoli, ja. Das heißt, er kann grün oder gelb sein. Kein Rot. Brokkoli. So muss der Brokkoli grün. Nee, blau. Blauer Brokkoli. Ah, der ist ja blau. Dann sind die Tomaten grün. Was sagte man? Grün?
blaue Banane. Blaue? Blau, blau. Blau, blau, blau. Hä? Ach so. Gelbe. Ach, guck mal, diese. Oh Gott. Was steht da? Grüne Tomaten. So. Haha. Noch 70 Minuten, Martin. Ja. Das bis dann durchhaben. Ah, die Pizza. Wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Drogelbecher! Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so ein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Drogelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogelbecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihr... In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich... Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler, ich brauche keinen... Na dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst, so ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Was soll ist das? Und jetzt rück mal. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Mal kurz. Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde... Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hotmotigor. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle... Ihr seid müde, aber an Schlaf ist überall könnt... Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Drogelot... Ich will eine andere. Psst! Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist vor... Es ist deine Advast. Yo! So, was ist jetzt hier? Oh Gott, hier muss man aber mit viel. Erstmal ein Holzscheit nehmen, was gut. Holzscheite sind sehr gut. Lagerfeuer. Du siehst einen großen Zauber. Mach mal einen Wurf auf Ansehen.
Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Du versuchst also, das Ventil mit dem viel zu großen Holz. Mach mal einen Wurf auf. Oh, will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogeloff? Drogelbecher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Erschreck mich doch nicht so! Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Oh je. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie? Und ich muss doch mein... Schlaf ein, du Bitch. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Aha. Oh, Pri, dann kann ich endlich. Du weißt ja, wir brauchen... Hallo, Lillegrim. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache. Und jetzt schau mal nicht so... Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der Geheimnis in der Ruhe liegt... Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am Lied... Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie... Ihr Blick fiel auf den stillen Wald. Hatte sie da ein Schmutz? Ich weiß ja, du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Ra... Vielleicht sollten wir doch... Die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer überstürzt es... Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die... Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich... Ein wenig entspannen und das für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Herr Wander, es muss ja nicht immer was... Und die Nacht ist ja... Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Sir Drogelot. Drogelot. Benz. Also gut. Sir Drogelot schlief einen würdevollen, heroischen Schlaf. Drogelbecher? Und sah dabei unglaublich charismatisch aus. Zufrieden? Drogelbecher. Sehr guter Wurf. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Oh.